Mo Abdallah und Sinan G, ja komm, Digga, warum nicht? Sinan G, hier, Boxkampf mit Mo Abdallah, das meinst du? Mo Abdallah, dreifacher Weltmeister im Kickboxen oder im Boxen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ihm die Titel gegeben hat oder was für eine Landesliga-Sache was da abgeht, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz geben wir uns mal sein Statement und dann können wir mal ein bisschen darüber reden, was Sache ist, weil da sind so ein paar Ungereimtheiten im Raum. Ja, wir haben jetzt hier das Ding. Das, was der Roos jetzt macht, dein Bruder, oder Roos an dich jetzt Hat das gerichtet, direkt so ne? angefangen Du willst oder dich. wie ist das? Ja, ich glaube, das ist so eine Vorschau zu dem. Ach so, okay. Genau, hier ist so, wie so ein Intro. Ja, okay, Das, dann. was der Roos jetzt macht, dein Bruder, oder Roos an dich jetzt gerichtet, ne? Du lehnst dich ziemlich weit aus dem Fenster, das sag ich dir, Junge. Das meine ich ernst. Vor 2 Tagen haben wir eine tolle Sprachnachricht von dir bekommen, ja, wo das nicht ein toller Abi war. Also hier an der Stelle mal die Sprachnachricht. Und dein Bruder hat ja jetzt eine super Ansage gemacht. Den Kampf nimmt der Mo an. So, Sinan und Roos. Ich bin Mo Abdallah, das ist mein Bruder Martin Trompeter, um mir ein paar Sachen klarzustellen. Sinan, du hast ja ein ziemlich großes Maul da bei Twitch, in deinem Kinderzimmer da, ja? Brauchst ja nicht raus, musst da irgendwelche an. Sorry, Bro. Sorry, Bro, dass ich ein Kinderzimmer hab. Sorry, Bro. Bruder, ich komm von Dingens, Bruder. Ja, ne, ich hab früher auf Fußboden geschlafen. Wir hatten leider nicht viel in meinem Leben gehabt. Ich gebe mich mit einem Kinderzimmer, gebe ich mich zufrieden, Bruder. Ja, ne, für mich ist das keine Schande, in dem Zimmer zu leben. Aber ist nicht schlimm. Große Fresse, Habibi, das habe ich ja nicht gehabt. Die große. Wir hatten das angefangen, war das nicht, wir hatten das alles angefangen. Ich glaube, Mo Abdallah bei 100% Real Talk, oder? Stimmt's oder habe ich recht? Hat er nicht da so über Sinan ein bisschen geredet, dies, das, bla bla bla? Was war da noch? Ich habe das alles halt nicht so krass verfolgt, ne, muss ich ehrlich sagen. Hattest du ja. Ich habe ja nur auf dich reagiert. Sagen verteilen. Ich lese gerade öfter hier auch Ah! Mo Abdallah und so. Mann, diese Mo Abdallah, ich brauche den gar nicht reinschreiben. Der ist doch absolut und seine Funktion ist so. Nein, er hat schon vorher in Stories geschossen, sagt der Simon. Ah, okay. Sein einfach. Also überhaupt gar nicht für mich irgendwie. Eigentlich nicht mal der Rede wert so. Weil der arme Junge, Alter. Du Der musst arme gegen mich Junge. kämpfen, kein Problem. Jederzeit, egal wo du willst, ich bin bereit. Ja? Du kannst sogar 10 Unzen Handschuhe anziehen und einen Kopfschutz. Ich trage 16 Unzen und keinen Kopfschutz. Können wir sofort austragen, kein Problem. Du wirst da auch nicht mehr rauskommen. Ja, außerdem wollte ich nie mit dir trainieren. Ich will mit so einem wie dir gar nichts zu tun haben. Du bist ein Abschaum. Ja? Und das mit dem glaube ich immer noch. Da kannst du. Der hatte den trainiert eigentlich für den Boxkampf, Bösemann-Boxkampf, ne? Mitgekriegt, ich bin ja am Moderieren noch, Ey. ey. Ey, ey, ey. Also es ist natürlich immer wieder. Ey, sollen wir, wenn wir über den Parfüm-Kopf reden, Bildschirm groß machen oder sollen wir klein lassen? Ja, wenn du was länger sagen willst, dann. Also erstmal, Digga, das sind ja echt mal heftige Anschuldigungen, die eben von dem jungen Mann immer rausgehen, ohne irgendwas handfest. Einfach, der haut einfach Wörter raus und was traurig an der Geschichte ist, dass Leute dann gibt, die das einfach nachplappern. Aber ist egal. Scheiß drauf. Das Ding ist, er sagt, ich wollte gar nicht mit dir trainieren. Habib, wann wollte ich mit dir trainieren? Wann habe ich dir gesagt, ey, Mo Abdallah, komm mal bitte zum Training? Wann habe ich das gesagt, Allah? Ich bin zu dem Training gekommen, nur weil mich der Dieb Akil an der Stelle liebe Grüße und der Manu darum gebeten haben. Und da habe ich ihnen schon gesagt, ich komme nicht zum Training. Aber da hat sich der Martin für dich eingesetzt, ja? Oder nicht, Martin? Wie war das denn? Richtig. Ja, mehr oder weniger ist der Mo ausgefallen. Warte mal, mach mal groß bitte wieder. Sorry, Friends, ich muss halt über dieses. Also, Friends, der Mo sagt hier, dass er nicht zum Training kommen wollte. Also, ich habe ihn nie zu diesem Training aufgefordert. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich wollte mit Manu zum Training. Ja, Manu hat zu mir gesagt: Ey, komm, wir gehen zu unseren Brüdern von MAS nach Gelsenkirchen. Sind langjährige Brüder von uns. Ich kenne die, seit ich ein kleiner Junge bin. Seit Kindheit sind wir da vernetzt. Die haben ein richtig geiles Ding. Man kann da richtig geil trainieren. Ich denke mir so, okay, gehen wir hin. Ich sag zu Manu, komm, gehen wir hin. Normalerweise trainiere ich ja mit ein paar anderen Leuten. Also ist no disrespect, sondern ich habe da feste Leute mit. Ich trainiere mit Argo und Menaf zum Beispiel. Ich wollte also nie, dass Mo Abdallah mich irgendwie
trainiert oder mit mir zum Training geht. Ich habe keine Ahnung, was der da von sich gibt. So, ich habe zu Manu gesagt, okay, wir gehen zum Training. So, ich habe gesehen, dass der Manu in seiner Story dann auch Mo Abdallah, glaube ich, verlinkt hat. So, kein Problem. Ich habe mich ja nichts gegen. So, das einzige Ding ist an der Geschichte, ich bin halt, was heißt Team Smolik? Smolik ist ein Kumpel. Ich bin mit dem sehr cool. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist Mo Abdallah im Spiel. Die beiden haben ja eh ihren Clinch. Aber ist ja jetzt auch nicht so unbedingt mein Bier, wo ich sage, ey, ich muss mich da unbedingt einmischen oder einschalten. Das kann man ja vor Ort irgendwie klären oder was auch immer. So ganz entspannt. Ich wollte auch die Runde nicht kaputt machen mit, der Mo ist aber nicht gut mit Smolik, ich komme nicht zum Sport. Das wäre so Kindergarten. Okay, komm, gehen wir zum Training. So, und dass der Trompeter dann sich für mich eingesetzt hat, okay, finde ich nice, hast du, danke dir, Bro, aber ich weiß von diesen ganzen Sachen nicht, dass er zum Training wollte, Jan. Ich habe ihm das nie gesagt, ich habe nie irgendeinen zum Training aufgefordert. Um dich vorzubereiten und dass einen Tag später natürlich diese Vorwürfe im Raum standen, dass der Mo sich davon distanziert. Und das ist halt seine Meinung, ne? Er glaubt das und das ist halt seine Meinung, die muss... Ja, wenn er das glaubt und das Hand hat oder was auch immer, dann soll er das so machen, aber was sind dann diese Gedisse im Internet? Mal respektieren, ne? Das, was der Roos jetzt macht, dein Bruder oder Roos an dich jetzt gerichtet, ne? Du lehnst dich ziemlich weit aus dem Fenster, das sag ich dir, Junge. Das meine ich ernst. Jetzt ist das auf einmal dein Abi geworden. Und natürlich darf man auch bei allen nicht vergessen. Jetzt ist er auf einmal dein Abi geworden. Absoluter Ehrenmann. Ist doch Blut, Digga, kann man nichts gegen machen, oder? Also, Roos war schon immer Ehrenabi. Also, da gibt's gar nicht dran zu zweifeln. Das hat auch nicht mit auf einmal zu tun oder sonst irgendwas. Roos ist schon immer der King gewesen und die Nummer 1. Der Endgegner von allem. Hat sich auch gerade gemacht, stark gemacht und hat gekämpft an vorderster Front und ich bin da unendlich dankbar. 100% Dankbarkeit an Roos. Sehr normal, krass, was alles passiert ist. Roos ist auf jeden Fall der Abi. Roos ist der Abi, Alter. Roos ist der absolute Abi. Der absolute King. Der absolute King. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ehren-Roos. Vor 2 Tagen haben wir eine tolle Sprachnachricht von dir bekommen, ja, wo das nicht ein toller Abi war. Also hier an der Stelle mal die Sprachnachricht. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Das Problem ist, ich habe mit Roos selber keinen Kontakt, Bruder. Fast seit einem Jahr. Der ist auf den geplatzt, aus diesen ganzen gesagten Gründen, weil er halt gegen mich immer schießt, Bruder. Ich wollte nie, dass Roos irgendwie jetzt live geht und eine Story gegen den macht und dann durchdreht auf den. Weißt du, was ich meine? Das war überhaupt nicht in meinem Interesse und es tut mir auch leid. Irgendwie befohlen oder sonst irgendwas. Ich habe selber den Anruf gerade gekriegt, Bruder. Und ich war selber gerade dabei, das ja auch mit Mo zu klären. Weißt du, über dich, über Aydin noch, ein Kollege von mir, der ihn auch kennt. Wallah, das ist einfach ein drunter und drüber gerade. Aber Bruder, am Ende des Tages ist Mo Abdallah auch selber daran schuld, weil der einfach sich einmischt und die ganze Zeit nicht aufhört. Okay, so. Und zu dem ganzen... Okay, mach mal bitte Bildschirm groß, dass ich auch zu der Sprachnachricht was sagen kann. Also, Friends, also erstmal. Das hat man jetzt schon in 2, 3 Videos überall mal wieder gehört, dass Sinan und Roos irgendwie ein Jahr keinen Kontakt hatten, irgendwas, dies, das, bla. Mal gespannt, was der sagt dazu. Private Sprachnachricht veröffentlichen, zeigen, ist ja natürlich absolut unmännlich. Macht man nicht. So, von Mo Abdallah, ne? Also, wie gesagt, das ist für mich ist das genauso wie, weiß nicht, wie Zinkerei. Aber ist egal. Was Mo Abdallah aber immer noch nicht versteht, das Problem ist, dass er diese Sprachnachricht, er lässt das so aussehen, als hätte man Angst vor ihm oder man will das irgendwie klären oder dass ich Roos in den Rücken gefallen bin. Ich erzähle euch mal die wahre Geschichte hinter dieser Sprachnachricht. So. Wie ihr alle wisst, hat Mo Abdallah ganze Zeit gegen mich geschossen. Einfach so. Wir waren einen Tag vorher beim Training, wie ich euch ja vorhin erklärt habe. Und zu diesem Zeitpunkt fand ich Mo Abdallah menschlich eigentlich sehr korrekt. Er war sehr lieb, höflich, es hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. So, wir haben auch Sparring gemacht, der Typ hat wirklich auch Power. Kann man nichts gegen sagen. Ein Tag später kamen diese Kackvorwürfe und dann ist er auf mich durchgedreht. Ja? Und hat einfach eine Woche lang mich beleidigt. Von A bis Z. Ich weiß jetzt nicht, ob der meine Mutter beleidigt hat, das habe ich nicht mitbekommen, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass er mich wirklich Sachen an den Kopf geschmissen hat, die wirklich eigentlich nicht gehen. So, und für diese Worte, die der Mo Abdallah da rausgeballert hat, passieren eigentlich sehr schlimme Dinge als Antwort. Und jeder, der mich kennt und weiß, wo wir herkommen, wir lassen nicht mit uns reden bei sowas. So, und damit das nicht eskaliert, damit Mo Abdallah, dass die Sache auf der Straße nicht wirklich explodiert, habe ich 1, 2 Leute angerufen und gesagt, ey, hört mal zu, ihr seid gemeinsame Freunde,
klärt das bitte vernünftig mit denen, bevor irgendwas passiert, was vielleicht unschön ist. Wo am Ende vielleicht irgendwie einer eine Anzeige kriegt, Polizei, bevor das auf die Straßenebene geht. Und ihr wisst, Straßenebene, ich will ja auch jetzt hier nicht auf den großen Gangster machen, aber haben wir uns noch nie vor irgendwas zurückgehalten. So, diese Sprachnachricht, so, die ging an einen gemeinsamen Freund von uns, den ich sehr respektiere, der ein guter Mann ist. So, warum habe ich ihm diese Sprachnachricht geschickt, sage ich euch. Weil ich habe ja diese gewissen Leute angerufen und gesagt, ey, der soll mal den Ball flach halten, der soll nicht übertreiben, der soll aufhören mit dieser Hetze und mit diesen Aussagen. So, während ich das gemacht habe, haben diese Leute mir am Telefon gesagt, okay, Bro, verständlich, wir reden mit denen, der soll mal jetzt einen Gang zurückschalten oder das einfach sein lassen, okay? Zeitgleich ist aber Roos live gegangen und ist auf den geplatzt, ohne dass ich ihm was gesagt habe, weil ich mit Roos halt auch sehr wenig Kontakt hatte das letzte ganze Jahr, aus sehr verschiedenen Gründen, die auch familiärisch zu tun haben. Das hatte jetzt nicht mit Rap oder so zu tun, okay. Das ist auch eine Sache, wo ich sagen würde so, Bruder, Kontakt hin oder her, Blut ist Blut, Fleisch ist Fleisch. Weißt du, was ich meine so? Also auch wenn ich 10 Jahre keinen Kontakt mit meinem Bruder habe, so, was nicht so sein sollte, weil es dein Leib ist, dein Fleisch und Blut ist, sagen wir mal aber, könnte sein, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, und wenn er dann in irgendeine Situation reinkommt, wo er meine Hilfe braucht, dann braucht er meine Hilfe, Digga. So, und dann helfe ich ihm, weil es mein leiblicher Bruder ist, weißt du? Ich finde das Argument von, die haben ein Jahr keinen Kontakt gehabt und so, ist nicht aussagekräftig. Ich habe ein anderes Familienverständnis. So ist egal, wie lange kein Kontakt. Man sollte innerhalb von der Familie eigentlich immer Kontakt haben, weil man nie weiß, wie lange es noch geht. Aber wenn mal irgendwas ist, ich war auch in Mexiko, habe ein Jahr lang nicht so viel Kontakt mit meinem Bruder gehabt. Hätte der mich angerufen, hätte gesagt, oder wenn irgendwas passiert wäre, ich wäre sofort da gewesen. Das ist ja mein Bruder, Bruder. Plötzlich kriege ich Bruder einen Ruf von diesen Jungs und die sagen zu mir, Bro, du rufst uns an, willst, dass wir das vermitteln, aber warum geht dann dein Bruder live und beschießt ihn? Davon wusste ich ja gar nichts. Und dann stand ich doof da und mein Kumpel stand auch doof da, weil dann der Mo Abdallah quasi zu ihm sagt, Bruder, du rufst mich an, du willst das klären, aber warum schießen die im Internet gegen mich? Und dann stand mein Kollege dumm da und ich stand dumm da. So. Dann habe ich ihn darauf, als er mir das dann gesagt hat, habe ich ihm dann diese Sprachnotiz geschickt, um mich natürlich zu sagen, ey Bro, es tut mir leid, ich wollte dich nicht in eine scheiß Situation bringen. Das war ja gar nicht meine Intention. Ich habe gedacht, wir klären das auf Zack, dann ist der Junge ruhig. Dass der Roos dann auf den explodiert ist, das habe ich ihn ja nicht beauftragt. Roos hat seine eigenen Eier und Roos, mittlerweile weiß jeder, dass er mit die größten Eier überhaupt hat und sich auch von niemandem irgendwie den Mund verbieten lässt. So, das ist der Hintergrund dieser Sprachnachricht. Da keiner hatte Angst vor ihm oder irgendwas klären. Diese Sprachnachricht war, bevor ich live gegangen bin und gesagt habe, wir können kämpfen. Ja? Nur mal dazu, damit ihr das einmal versteht. Ja, jetzt machen wir weiter. Das ist Smolik gelabert da, ja. Der soll mal erstmal versuchen, gegen Smolik zu kämpfen. Danach kann er auch gerne gegen mich kämpfen. Das ist auch kein Problem. Ja. Nee, erstmal kämpfe ich gegen Bösemann. Auf jeden Fall der Mo Abdallah. Nachdem ich gegen Bösemann gekämpft habe, kann der Mo Abdallah gegen mich in den Ring kommen. Ist auch kein Thema. Ein Profi gegen einen Anfänger. Müsste er ja leichtes Spiel haben. Ja. Wenn er Lust hat, dann gucken wir im Ring, wer gewinnt. Aber nicht diese Ansagen. Ne, habe ich auch kein Problem mit. Ich stand im Ring. Ja, wir haben gekämpft. Ich habe verloren nach Split Decision. Ich nehme die Niederlage an. Wird aber noch einen Rückkampf bestimmt in Zukunft geben. Kann man sich ja auf sportliche Art. Sehr korrekt, dass er die Niederlage annimmt. Theoretisch hätte er gesagt, nee, stopp. Ich habe gar nicht verloren. Habe ich nicht angenommen. Der sagt zum Schiri, komm mal her, du Hund. Guck mal. Ich nehme das jetzt an. Wir sind nicht so ein Spaß. Aber ich nehme an. Das ist auch Sport auf hohem Niveau, Weltklasse, wo auch keiner mitreden, der noch nicht im Ring gestanden hat. Ne? Und so ein Roos schon mal gar nicht. Wenn ich mir dich angucke, ich weiß nicht, was du für Sport gemacht hast in deinem Leben. Vielleicht mal Volleyball gespielt oder so. Keine Volleyball Ahnung, ist geil. Aber das ist Kampfsport hier. Ist geil. Volleyball ist aber geil. Hat er nicht Tennis gespielt? Nein, er meinte mich jetzt. Achso, ich dachte Roos. Also Volleyball muss ich aber sagen. Nee, er meint Roos, Digga. Geil. Macht Spaß, aber ich habe tatsächlich mein Leben lang Fußball gespielt, Bro. Reiß deinen Mund nicht so weit auf in der Dings. Das ist auf einem ganz anderen. Ich fühle auch Volleyball, fühle ich. Level. Ich war selber da, die Halle war voll und das gibt auch noch einen Rückgang. Ah, Roos hat Basketball gespielt, ja, genau. Der kann auch brutal gut Körbe werfen, der Cousin. Und dein Bruder hat ja jetzt eine super Ansage gemacht, den Kampf nimmt der Mo an und da bin ich mal gespannt. Oh, sorry.
Die Fans schreiben, er meinte Roos wegen Volleyball. Achso, okay, sorry. Ich habe gedacht, er meinte mich jetzt. Easy. Sorry. Wollte keine falschen Sachen behaupten. Roos hat übrigens Basketball gespielt. Roos, hast du mich auf der Kö gesehen? Du hast mir deine Hand ausgestreckt. Ich war so freundlich, hab dir auch meine Hand ausgestreckt. Also muss man sagen, der Mo Abdallah ist ein sehr korrekter Hi. Mo. Dufte Typ. Mo. Ich hab's schon verloren, aber ich nehm das an. Also ich küsse dein Herz. Also die Wahrheit sieht ja so aus. Der Roos kannte den gar nicht. Der hat den noch nie gesehen. Und die haben sich ja gesehen mit ein paar Leuten, die man sich kennt. Dann gibt man sich einfach die Hand. Später hat Roos das realisiert, dass Stinker Mo hinter der ganzen Sache da steckt. Aber ich, nett von ihm, dass er, dass er so freundlich war. Korrekt. Normalerweise hätte er Root direkt kaputt gehauen. Okay. Weil ich dich nicht verurteilen wollte, weil was kannst du dafür, was der die sehen an da packt? Ich sag dir ehrlich, ich habe mir Mo Abdallah sein Interview auch reingezogen bei 100% Real Talk. Und manchmal, was er so von sich gibt, Digga, feiere ich nicht so. Aber ich finde, er scheint so von der optischen Erscheinung, ich glaube, wenn ich ihn persönlich treffen würde und so. Also er scheint nicht jetzt wie der unkorrekteste Bre, weißt du, was ich meine? Er scheint eigentlich so von der Ausstrahlung, vom Vibe her eigentlich ein Korrekter zu sein, hatte ich das Gefühl. So, weißt du, was ich meine? Nur das, was er manchmal sagt hat und so. Ja, muss jeder für sich wissen, Digga. Der Sinan, ganz böser Bub. War kein Problem. Hör mal, Sinan. Das war eine Verniedlichung. Ich bin sowieso, ich bin die Schweiz. Aber eigentlich bist du wie ein Insekt, ja, dass man eigentlich zertreten muss. Okay? No. Und am nächsten Tag traust du dich gegen mich da zu schießen und zu beleidigen und was weiß ich was. Hier aber wo hab ich dich denn beleidigt, Digga? Du bist doch der Einzige, der mich beleidigt hat. Alter, hab ich den beleidigt? Jetzt mal ohne Spaß. Ich überlege jetzt ernsthaft. Also hab ich jetzt eine ernsthafte Beleidigung dem übergegen ausgesprochen? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ist egal. Du wie ein Insekt, ja, dass man eigentlich zertreten muss. Aha, okay? Roos ist ein Insekt quasi, sagt er. Traust du dich gegen mich da zu schießen und zu aber beleidigen? Aber jetzt, siehst du, und jetzt sagt er wieder, gegen mich zu schießen, das war ich doch dann, oder nicht? Oder war das nee, ich glaube, das ist, weil der Jumpcut da drin ist, das ist immer noch auf Bezug auf Roos immer noch. Okay, ja, okay. Ach so, okay, weil Roos dann live danke, gegen den geschossen hat. Danke, okay, sorry, dass ihr darauf hinweist. 14 Jahre. Genau das ist das, wo ich meine, du lehnst dich weit aus dem Fenster. Du beleidigst, du wirfst dem Mo etwas vor, der ja einen Grund hat, sich von etwas zu distanzieren. Auf seine Art und Weise, aber er hat nun mal nur Instagram, das Medium. Da haben sich auch andere Leute, die eine weitaus größere Reichweite hatten, zu Wort gemeldet, auch gegen... Der Martin hat diesen NRW, Bruder, diesen Ruhrpott-Slang, damit hat er mich auch. Das ist aber jetzt uninteressant. Jetzt ist das der Mo, ne? Und vor drei Tagen... Ne? Und vor drei Tagen? Geil. Da hast du dich noch wie so ein Welpe, hast du dich vor dem hingelegt. Denn das kannst du mir nicht erzählen, wenn du vor dem Mo stehst, dass du da unhöflich bist, dem Mo gegenüber. Und das meine ich mit weit aus dem Fenster. Du beleidigst den hier auf unterster Ebene, das steht dir eigentlich nicht. Du machst immer so auf intellektuell... Also wir reden ja immer noch über Roos, ne? Mhm. Also ich glaube, die härteste Beleidigung, die Roos den Abdallah vom Kopf geworfen hat, war Penner. Ich glaube auch, ja. Aber ich glaube, Penner ist jetzt wirklich auch keine unterste Schublade, würde ich jetzt sagen. Fällt mir schlimmere Sachen ein. Oder der Mo Abdallah hat den guten Bruder Trompete angelogen und gesagt, ey, der hat meinen Sohn so beleidigt. So, oder? Weil Penner ist ja wirklich jetzt nicht... Ist nicht so schlimm. Kann ich, also weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der das Livestream mal selber sich angeschaut hat. Weiß ich jetzt nicht. Aber ist egal. Hören wir weiter. Und auf politisch korrekt und sagst dir, der wäre ein Stinker. Und weil man, das ist mein Freund, der kauft im Monat so viel Parfum. Der kauft immer für mich mit noch, dass mir das was unangenehm ist. Das ist das Beste. Der Mo geht nicht duschen, der kauft Parfum. Der hat sein Duschkopf... Ist der Dingens, Hugo Boss. Ist Hugo Boss. Der kommt nur Spritzer. Boss Bottles. Boss. Der Mo riecht immer gut durch Parfüm. Weil er zu teuer ist, ja. Da glaube ich eher, dass du der Knüssel bist von den beiden. Das sag ich dir, aber da habe ich ein Auge. Aber ich muss ehrlich sagen, Friend, mach mal hoch. Ich muss ehrlich sagen, guck mal. Der Martin, der gute Mann, scheint ein richtig korrekter Kerl zu sein. Ich sag euch auch warum. Der setzt sich einfach für Mo ein. Er sitzt dort mit Mo, weil Mo anscheinend alleine nicht Ansagen machen kann. Oder ich weiß gar nicht, das Problem ist, wir haben ja das Ding gehabt, er kann ja immer noch nicht das Alphabet aussprechen, aufzählen oder was auch immer. Der ist einfach nicht in der Lage, alleine da zu sitzen und irgendwas zu sagen. Deswegen muss der gute Martin das machen. Und ich sag euch ehrlich, egal was der Martin sagt, er setzt sich für seinen Freund ein. Ja? Wahrscheinlich hat der Mo Abdallah den noch angelogen und gesagt, ey, der hat mich voll beleidigt und der hat so gemacht. Dann sitzt er da und nimmt den in Schutz. Ne? Aber kann ich verstehen, ist sein Freund, ich hätte meinen Freund auch unterstützt. Ich hätte meinen Freund auch in Schutz genommen, normal.
für, ne? Also reiß deinen Mund nicht so weit auf, mach das sachlich, mach das sportlich. Jetzt dein Bruder hat ja eine Ansage gemacht, der Mo will das jetzt, der will das jetzt sehen. Du wirst das Nummern-Girl sein, der Martin wird dich da durch den Ring tragen, ja, Jung. Du bist für die erste Runde, ne, weil länger als eine Runde werden wir auch nicht kämpfen müssen, okay? So noch irgendwas zu sagen? Nein, das war's. Ne? Oder? Das, was der Roos jetzt vorbei macht, dein, okay, Bruder, oder? Roos, stopp, okay. Also, Friends. Achso, die haben gar nicht gesehen, das Ende. Also jetzt Herausforderung, Abdallah Sinanji, oder was, Digga? Das hat jetzt abrupt aufgehört. Ich gehe mal ganz... Auf dem Thumbnail stand schon, ich nehme an, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ne, sind da 1300 Kommentare hier. Ich muss aber auch euch ganz ehrlich sagen, ich habe das Statement jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, ich habe es mir schon mal angeguckt gehabt, muss ich natürlich gestehen. Und alle Kommentare sind ja wirklich gegen Mo. Da muss der echt mal selber wach werden, Digga. Da muss der echt mal selber wach werden. Also der Mo hat sich hier in diesem Video auch... Oder mach mal wieder groß, bitte, Bruder. Also ich muss sagen, dass Stinky Mo sich wirklich unsympathisch gemacht hat mit so einem Video. Also das ist nicht der Charakter eines Champions. So, der Mo ist sauer einfach, weil ich im Training öfter gesagt habe, ich bin Team Smolik. Und das hat ihn richtig getriggert. Aber ich habe Spaß mit dem gemacht. Ey, so, ey, Team Smolik, bla, so, komm, Bruder. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einfach nur Spaß gemacht. Das hat er auch im 100% erzählt, glaube ich. Und das hat ihn richtig getriggert. So. Und jetzt sitzt er da in einem Statement, nicht mal alleine, hat Verstärkung von einem stabilen Kerl geholt und hat gedacht, so, jetzt sitze ich hier und kann meinen Mund aufmachen. Ich hätte viel mehr Respekt vor ihm gehabt, wenn er das alleine gemacht hätte. Ne? So. Da hat er den guten Martin mit reingekriegt. Der Aschok sagt gerade, eins muss man Sinan lassen, immer ein Lachen dabei. Ja, der zaubert irgendwie immer irgendwo ein Lächeln rein, wa? Aber ist egal, ist seine Sache, wie er das macht. Nichtsdestotrotz. Ich sag dir, am Ende des Tages sind alle drei wahrscheinlich sympathisch. Persönlich getroffen habe ich bis jetzt nur Sinan. Guten Vibe gehabt. Habe ich euch jetzt erklärt, was mit der Sprachnotiz auf sich hat? So, habe ich euch ja jetzt gesagt. Wisst ihr, der braucht das also gar nicht irgendwie so komisch zu drehen. Genau, also ich bin bereit für den Kampf. Ja, ich kämpfe gerne gegen dich. MMA, Boxen ist mir scheißegal. Was immer du gerne machen möchtest. Und jetzt genau das wollte ich sagen. Freunde, guck mal, wie korrekt ich zu Stinky Mo war. Nach dem ganzen Ding, ich habe ja auch einen Videoblog gedreht. Das heißt, ich habe diesen Trainingstag auf dem Vlog. Das heißt, die Sparringrunde, die ich mit ihm gemacht habe. Ich hatte, bevor ich mit ihm Sparring gemacht habe, schon 5 Gegner. Okay? Ich hatte 5 Gegner, 5 verschiedene. Alles Profis. Alles gute Boxer. Mit denen habe ich gemacht, damit ich gucken kann, wie viele Runden ich aushalte. Ich habe 5-6 Runden gemacht. Die letzte Runde hat Stinky Mo sich gedacht, boah, jetzt beweise ich mich, weil er ein paar Mal Team Smolik gesagt hat, aus Spaß. Das hat ihn wohl so gestört, dass er dann auf einmal Sparring machen wollte. Obwohl ich ihm gefragt habe, Bruder, machen wir auch eine Runde? Und dann hat er gesagt, ich bin verletzt, ich will jetzt nicht. Okay? Hab ich gesagt, okay, kein Thema. Plötzlich aber hatte er später doch die Power. So, und es gibt eine Aufnahme davon, wie wir trainieren. Ich habe auch einen ganzen Videovlog. Vielleicht hauen wir den einfach mal raus, dann könnt ihr das auch sehen alles. Ich habe, nachdem wir trainiert haben, okay, Friends? Nachdem, musst du dir vorstellen, Bruder, nachdem wir trainiert haben, sind wir zu einem Bruder von uns in Gelsenkirchen in ein Restaurant gegangen. Ich, Manuel, Habe ich ja gesehen, ich habe die Blogaufnahmen ja auf der... Genau, wir waren essen. Hast du das gesehen, wo genau. Ich... Genau. Ja, ja, ja. Ich sage noch, guck mal, wie korrekt ich bin, Freunde. Ich sage zu Stinky... Der ist Sinan, sein Cutter, ne? Ich brauche auch so jemanden, Bro. Ich brauche so einen coolen Digga. So einen coolen Cutter, Brudi, Alter. Ich brauche einen coolen Cutter. Guck mal, Bruder. Du bist doch voll der korrekte Kerl eigentlich. Du bist mir eigentlich so privat sehr sympathisch. In der Öffentlichkeit... Das meinte ich vorhin. Der sieht nämlich auch, wirkt so eigentlich, aber kriegt auch mit die Moves halt, die Videos, was er wann sagt und so. Weißt du, was ich meine? Nicht richtig auf die Kette. Scheint aber so vom Gefühl her, von der Energie auch eigentlich ein sympathischer zu sein, der Mo. Nicht so der, ich glaube, die Leute kennen dich nicht so. Hm. Was habe ich ihm gesagt? Ich so, guck mal, Bruder, ich bring dich und Smolik. Ja. Ich bring dich und Smolik zusammen. Lass uns gemeinsam geile Videos machen, dass die Leute auch von dir deine andere Seite kennenlernen. Weil der hatte halt... Reisho, was meinst du? ...diesen Smolik, diese ganze Sache am Laufen und hat den Smolik natürlich versucht, irgendwie verbal fertig zu machen. Und der Smolik ist halt ein richtig guter Kerl. Der Smolik ist wirklich ein Champion.
Ja, wirklich. So, der ist ein Herzensguter. Der ist kein Stressmacher, der will seinen Sport nachgehen und ich respektiere den Smolik sehr, weil er ein guter Mann ist. Und ich habe den Mo gesagt, guck mal, wenn du auch dahin willst, wo Smolik ist, ja, lasst uns doch fusionieren. Komm, ich vertrag euch zusammen. Und dann ist das geil. Und Mo sagt zu mir am Tisch, du hast recht. Lass machen. Und da fand ich, dass der Mo richtig korrekter Kerl ist. Wallah, der ist cool, der sagt sogar, okay, lass das machen. Und wir waren alle am Tisch am Sitzen. Manu. Wenn du willst, hau ein paar Projekte rüber. Schreib mir einfach eine E-Mail. Am besten 1, 2, 3 Projekte von dir, die du schon geschnitten hast und so. Ein paar Infos von dir, Telefonnummer, dies, das, bla. So, dass wir halt einfach connecten können. Weißt du, wie ich meine? Und die ganzen anderen Share-Maps. Okay? Dann einen Tag später dreht er plötzlich durch und zeigt sein, sag ich mal, jetzt wahres Gesicht. Wo ich dann dachte, Digga, was ist mit dem los, Digga? Stinky Mo. Danke an Wuda. Chili, Chili, Abo. Bro. Der dreht voll durch, Digi. Ja, ich hab's gesehen. Hier, was ist mit dem los, Alter? Das sieht als Lachen. Ich wollte dir noch einen Gefallen tun. Komm, wir tun dich mit Smolik zusammen. Hin und her, Alter. Und dann macht er voll den Film da. Was heißt denn das jetzt? Warte mal. Fand ich sehr schade. Das hat mich sehr enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit für den Kampf. Ich würde erst natürlich sagen, Freunde, dass okay, ich gegen Bösemann erstmal kämpfe und danach können wir natürlich das so machen, dass ich nachdem ich mit Bösemann gekämpft habe, dann gegen Stinky Mo antrete. Eit, okay. Herausforderung drin genommen, na Mann. Bin ich gespannt, Digga.